Einen wunderschönen guten Tag miteinander. Wir haben uns jetzt eine ganze Weile hier nicht gesehen. Über 7 Monate, 7,5 Monate am 3.3. dieses Jahres wurden mir meine 3 YouTube-Kanäle von YouTube genommen. Sie wurden gelöscht, weil ich vor ein paar Jahren mal ein paar Fehler gemacht habe. Darüber werden wir heute ausführlich sprechen und eure Fragen beantworten. Ich bin hier mit meinem Anwalt, dem Herrn Steinhöfel. Guten Tag. Schön los in die Runde. Und der wird euch fachkundig hier die Antworten liefern. Also im März, lieber Max, wurden ja, oder Atlassen, muss man hier, glaube ich, sagen, ne? In diesem Medium, war ja plötzlich dein wichtigster Kanal mit, soweit ich weiß, im Moment 350.000 Followern weg von einem Tag zum anderen. Und als Begründung wurde etwas missverständlich angegeben, du hättest gegen irgendwelche technischen Vorschriften verstoßen, sodass wir, als du dich bei mir gemeldet hast, das überhaupt nicht wussten, was hast du eigentlich falsch gemacht? Ja. Dann haben wir YouTube abgemahnt und haben herausgefunden, dass der Vorwurf war, dass du ja schon mal einen anderen Kanal gehabt hattest, auf dem es Strikes gab, 2017. Oder war es sogar Herbst 2016? Es ist auf jeden Fall 3 Jahre, es war 2017, 3 Jahre her. Also 3 Jahre bevor dieser Kanal dann plötzlich verschwunden war. Und dann haben wir also YouTube abgemahnt und haben gesagt, stellt den Kanal wieder her. Die haben sich geweigert. Und dann haben wir beim Landgericht Dresden, wo du wohnst, einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestellt. Und dann wurden erstmal Schriftsätze ausgetauscht und YouTube hat das Ganze damit begründet, dass du 2017 mal Videos gepostet hast in sehr kurzen Zeiträumen von etwa 13 Tagen, von 2 Wochen, wo so Mundwasser eine ganze Flasche ausgetrunken wurde, vielleicht das eine oder andere kleine Bierchen über den Durst. Und das ging dann so um Alkoholexzesse. Der Richter sagte, absolut geschmacklos. Ich glaube, er hatte recht. Dann stellt man sich aber die Frage, ist ein geschmackloses Video oder auch ein sehr geschmackloses Video schon der Grund, jemanden, der damit auch seinen Lebensunterhalt verdient, den Kanal wegzuschießen? Und ich meine nein und du meintest auch nein. Und die Debatte vor Gericht ging dann hin und her, zunächst in Schriftsätzen. Und wir haben dann im Wesentlichen vorgetragen, du hast diesen Kanal gehabt und andere Kanäle. Und du hast von der Chefin von YouTube Urkunden bekommen, wo sie dich beglückwünscht hat. Nicht irgendjemand, sondern der CEO, die Vorstandsvorsitzende von YouTube hat. Da ist sie. Das ist auch noch eine Urkunde für 100.000 Follower und toll, was du gemacht hast. Und wir sind gespannt, was du als nächstes machen wirst. Und diese Urkunde hast du einmal auch noch bekommen, nachdem dir schon der andere Kanal genommen wurde. Das heißt, YouTube wusste, den Atlas und haben wir gelöscht, weil er so über die Grenze hinausgegangen ist. Aber mit seinem anderen Kanal hat er dann immer noch tolle Leistungen erbracht und wurde von uns ausgezeichnet und es gab Support von YouTube und so weiter. Und wir haben im Wesentlichen gesagt, wenn man jemanden mal rausgeschmissen hat, man lässt aber seinen anderen Kanal weiter bestehen und lobt ihn dafür und zeichnet ihn aus und unterstützt ihn, dann kann man nicht nach 3 Jahren sagen, ja, wir haben dich ja vor 3 Jahren mal rausgeschmissen, darum darfst du auch keinen zweiten Kanal haben. Es gibt auch sowas wie Verjährung, ne? Jugendschutzgesetz, wenn man dagegen verstößt, ist nach 3 Jahren Feierabend, wenn das nicht verfolgt wird. Und dieser Auffassung hat sich dann das Landgericht Dresden angeschlossen und hat gesagt, alles schön und gut, alles, was auch immer damals geschehen ist an Überschreitungen der Regeln, wie weit die auch immer gelten, wenn man Adlersson danach 3 Jahre weiter gewähren lässt, ihn lobpreist, ihm Urkunden zuschickt und ihn unterstützt mit seinem Kanal, kann man nicht 3 Jahre später plötzlich sagen, ach, vor 3 Jahren war da doch mal was, rums ist der Kanal weg. Das hat ein bisschen gedauert, auch wegen Corona, bis es eine Verhandlung gab. Und natürlich tritt YouTube gehört zu Google, mit den größten Anwaltskanzleien der Welt an. Ne? Da hat man also einen Gegner, nicht nur eine der größten Firmen der Welt, die gesagt haben, den schmeißen wir raus, sondern die suchen sich natürlich, was sie jedenfalls glauben, die besten Anwälte, die man kriegen kann. Geld genug haben sie auch. Du magst ja nur nicht arm sein, man sieht da hinten ja sehr schöne Quietscheentchen und Sprays und so, und die kannst du ja alle noch bei eBay Kleinanzeigen verkaufen, wenn es mit dem Geld mal ein bisschen knapper wird. Aber das ist natürlich ein wahnsinniges Machtgefälle, ne? Der YouTuber gegen einen der größten Konzerne der Welt. Und umso schöner ist es natürlich, wenn man sich dann vor Gericht durchsetzt. Wobei wir stimmen jetzt ja kein Triumphgeheul an und sagen, Sieg, natürlich freuen wir uns, das ist ein toller Erfolg,
Aber YouTube kann auch noch in Berufung gehen. Und was das Oberlandesgericht dann sagt, wissen wir nicht. Und das wird dann viel Aufwand, viel Geld kosten, weil der Aufwand groß ist, viel Arbeit, die Akten sind meistens dick. Aber jetzt haben wir jedenfalls erstmal einen großartigen Erfolg errungen und deswegen bist du wieder da. Das ist richtig. Und dafür danke ich Ihnen auch nochmal. Und ich glaube, 200, ja. 300, 400.000 Leute freuen sich auch sehr, denn die haben ja nicht umsonst deinen Kanal abonniert. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Da stellt sich mir gleich die nächste Frage, die mir sehr, sehr oft gestellt wird. Ich weiß, es ist immer schwierig zu beantworten, aber wie sind denn die Chancen? Wie geht es denn ungefähr weiter? Also ich glaube, wir haben sehr gute Argumente und die haben das Landgericht ja auch überzeugt. Das Oberlandesgericht in Dresden ist relativ liberal, also sehr nutzerfreundlich, wenn es sagt, dürfen die löschen. Da sagen die, grundsätzlich hat jeder, der einen Kanal hat, auch bei Facebook oder Instagram und Twitter, ist es immer dasselbe. Man hat ein Vertragsverhältnis mit der Plattform und man darf dort, solange man sich an die Meinungsfreiheit hält, eigentlich machen, was man will. Dresden ist ein Tick strenger, die sagen, die dürfen das ein bisschen einschränken. Also die dürfen im Sinne von, was sie dann für kultivierten Debatte auf dem, was auch immer das sein soll, halten, ein bisschen strenger sein als unsere Meinungsfreiheit. Die dürfen da also so Schimpfworte, die vielleicht nicht rechtswidrig sind, auch noch verbieten. Also etwas strenger sein als das Grundgesetz. Andere Gerichte sagen, alles, was von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, muss da auch zugelassen werden. Das hängt dann immer davon ab, wo wohnt man, das Gericht ist zuständig. Also Dresden ist dem Grunde nach nutzerfreundlich, zieht aber die Verbotsgrenze, wo es sagt, das darf gelöscht werden, etwas eher als andere Gerichte. Wenn man da also mit Worten, die wir jetzt nicht verwenden wollen, vielleicht in München oder in Köln durchkommt, wird es in Dresden eher ein bisschen eng. Aber man muss auch schon eine Grenze überschritten haben. Das kann man nur abstrakt beantworten. Nicht? Darf man Arschloch sagen? Ja, sonst würde ich es nicht sagen. Aber irgendwo sagen die dann, treibt es nicht zu weit. Weil die einen anständigen Umgangston für wichtig halten. Ich bin nicht dieser Meinung wie das OLG, aber das ist eine Rechtsfrage, die ist noch nicht zu Ende entschieden in Deutschland. So, wie geht's weiter? Das Hauptargument, auf den das Landgericht das gestützt hat, ist, wenn man jemanden 3 Jahre weitermachen lässt, ihn lobt und unterstützt und mit ihm kooperiert, kann man nicht nach 3 Jahren sagen, jetzt nehmen wir dir den Kanal einfach von einem Tag zum anderen weg. Das ist dein Job, damit verdienst du dein Geld. Das ist wie eine Art Berufsverbot. Und es gibt ja selbst bei Straftätern, der du nicht bist, Resozialisierung. Das heißt, wenn man mal sich falsch verhalten hat und in Anführungsstrichen Mist gebaut hat, so dramatisch war es nun auch nicht, aber wohl schon ein bisschen über dem Limit, dann muss nach 3 Jahren auch mal gut sein, erst recht unter diesen Voraussetzungen. Deswegen bin ich optimistisch, aber ein Selbstgänger ist es nicht, sondern ein hochinteressanter, wichtiger Präzedenzfall, den wir beide hier auch zusammen ausfechten. Danke für die Antwort. Okay. Nächste Frage, oder? Ja, klar. Komm mal weiter. Ja, du hast ja gesagt, erzähl doch, dass du deine ganzen Follower gefragt hast über Instagram und so, was sie gerne wissen wollen dann. Stimmt, ja. Muss man damit erwähnen. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Ich habe das ja früher 5-mal die Woche gemacht und jetzt einfach... Oh Mann. Okay. Das würde ich sogar drin lassen, weil das kein Wort ist. Ach ja. Jedenfalls habe ich eine Umfrage gemacht bei Instagram, welche Fragen euch noch unter den Nägeln brennen, die dann nicht nur mir gestellt werden, sondern auch ihm. Und ihr habt hier wirklich einiges Interessantes gefragt. Zum Beispiel, mit welchen Erwartungen seid ihr in die Sache reingegangen? Da würde ich jetzt erstmal anfangen. Ich habe mich ja relativ spät gemeldet, erst bei ihm. Ich hätte mich ja ein paar Wochen eher melden können und sollen, aber ich wusste am Anfang gar nicht, wie ich reagieren soll, wie ich mit der ganzen Sache umgehen soll. Ich dachte erst so, ja, ich lege dort Beschwerde ein, das wird schon wieder, ohne dass ich jetzt hier sonst welche Geschütze auffahren muss. Und dann habe ich ihn empfohlen bekommen von ein paar Kollegen und Freunden und ich kannte den Herr Steinhöfel ja schon von Never Forget Nikki. Da hat er ja schon seinen Kanal zurückgeholt, das Video habe ich auch damals schon gesehen und deswegen habe ich mich dann für ihn entschieden. Und meine Erwartungen, also meine persönlichen Erwartungen von Anfang an, ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Ihr habt ja alle gesagt, ja, unbedingt kämpfen, unbedingt machen, egal wie viel es kostet, weitermachen. Und dann haben aber auch ganz viele Leute so gesagt, du gewinnst ja niemals gegen Google, so. Ist ja klar, wer denkt denn das schon? Und deswegen habe ich persönlich mich nie festgelegt.
bis zu dem Tag, an dem das Urteil jetzt erstmal kam, habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, es kann alles passieren. Und wie haben Sie das gesehen? Naja, es ist ja erstmal so, wir wussten ja gar nicht, warum das eigentlich geschehen ist, weil das, was die Netzwerke haben, häufig so Textbausteine und sagen, wegen irgendwelcher, ich kann noch mal in der Akte gucken, die ich hier habe, wegen irgendwelcher technischen, was weiß ich, technischen Fehlverhaltens oder so. Es war überhaupt nicht klar, Stimmt. was es eigentlich bedeuten soll. Und darum haben wir erstmal eine einstweilige Verfügung beantragt, dir nicht den Kanal wegzunehmen, ohne zu sagen, warum. Die müssen sagen, warum sie einen löschen, sperren oder den Kanal wegnehmen. Denn wenn sie so nur sagen, gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen, ja, das kann ja vielerlei sein. Nacktfotos, Hassrede, sogenannte Hassrede, was immer das sein soll. Wenn man Straftatbestand erfüllt, Beleidigung, dann ist das Beleidigung im Strafgesetzbuch. Hassrede ist dubios und schwammig und nebulös, keiner weiß, was sein soll. Ein blöder Begriff, der Unsicherheit in die Menschen bringt. Üble Nachrede, Volksverhetzung, das steht im Strafgesetzbuch, das darf man verbieten. Aber Hassrede ist alles Mögliche. Hass ist nichts Verbotenes. Ich darf jemanden scheiße finden und hassen. Das ist zwar nicht schön, aber es ist nicht rechtswidrig. So, wir wussten überhaupt nicht, warum ist dem jetzt eigentlich der Kanal weggenommen worden. Und damit fing es an, das Gerichtsverfahren, ohne Verhandlung zunächst. Und dann haben wir erst erfahren, dass der Grund war, ja, vor 3 Jahren hat er ja mal was gemacht. Und dann konnten wir erst dagegen argumentieren, dass das zu Unrecht geschehen ist. Ja, und dann wussten wir erst, wir haben praktisch schon in einem schwarzen Loch rumgestochert. Kanal ist weg, aber wir wussten nicht warum. Also mussten wir erst mal rausfinden mit gerichtlicher Hilfe, was ja auch schon komisch ist, warum eigentlich? Das ist so, als wenn man ins Gefängnis kommt, aber man weiß gar nicht, weswegen man verurteilt wurde. Offenkundig geht sowas nicht. Es gibt so ein Buch von Franz Kafka, würde dir auch nicht schaden, das mal zu lesen. Der Prozess, da wird einer verurteilt, sitzt da im Gefängnis rum und weiß gar nicht, was er eigentlich gemacht hat. Und diesen Zustand hattest du auch. Also siehst, wie wichtig Weltliteratur manchmal auch ist bei YouTube, in YouTube-Zeiten. Und jetzt haben wir es rausgefunden und dann haben wir dagegen argumentiert. So ging das ja alles los. Darum hat es auch ein bisschen gedauert. Stimmt. Ich jetzt erinnere mich auch wieder, dass es hat ja eine ganze Weile gedauert, bis wirklich feststand, was der Grund war. Das waren ja am Anfang nur Mutmaßungen. Das war eine sehr unangenehme Situation für mich auch. Da habe ich schon wieder ganz verdrängt. Ich verstehe aber auch warum. Im Nachhinein. Ich verstehe es wieder. Okay. Die Leute fragen natürlich die ganze Zeit nach den Kosten von sowas. Die Leute würden sich mal vorstellen, was kostet so ein Prozess, was sind Gerichtskosten, was zahlt man für den Anwalt und wie viele Kosten werden noch auf uns zukommen, also auf mich. Also wenn man also das hängt natürlich davon ab, wo man hingeht. Ne? Ich meine, das ist jetzt für mich ein bisschen schwierig zu sagen, wenn man zu einem guten Anwalt geht, kostet es so und so viel. Und ihr könnt auch zu einem anderen gehen, da ist es billiger. Ich will das mal so erzählen. Wenn ich gegen Facebook prozessiere, bekomme ich häufig Schriftsätze, die sind ohne Witz so dick. 500, 800 Seiten. Da sind massenhaft Urteile drin, die gewonnen haben. Mit irgendjemand, weiß ich nicht. Unsere Erfolgsquote gegen Google, YouTube ist im Moment, das wird sich auch noch irgendwann ändern, wir haben alles gewonnen. Bis jetzt jedes Verfahren gewonnen. Gegen Facebook ist sie über 90%. Da haben wir nur mal dann nicht gewonnen, wenn irgendwie herauskam, dass der Mandant uns gesagt hat, irgendwas verschwiegen hat. Soweit ich mich erinnere, fast ausschließlich, also über 90% Erfolgsquote. So ein Verfahren, deins in der ersten Instanz, das ist schwer zu sagen, wenn man nur eine einstweilige Verfügung beantragt und die kriegt und das Gericht keine Verhandlung anberaumt, dann kommt man mit 2000 Euro wahrscheinlich davon. Wenn es eine mündliche Verhandlung gibt und ich aus Hamburg nach München anreisen muss, dann ist man schon bei 5. Das ist also häufig, ist es eben auch sehr viel, der ganze Tag geht drauf, die Akte wird dick, das kostet viel Geld, das liegt aber auch daran, dass man ja nicht irgendwelche Amateure auf der Gegenseite hat. Sondern die fahren ja das Beste auf, was sie meinen, für Geld in Deutschland kriegen zu können. Und dagegen muss man sich wehren. Und da kann man, denkt man, toll, der Anwalt hilft mir jetzt. Aber wenn der 10 Stunden an etwas arbeitet, für 10 € die Stunde geht das nicht. Und für 100 € die Stunde geht es auch nicht, weil die Bürokosten schon 150 € die Stunde sind, die man selber hat an Miete, Personal, die und so weiter. Also es ist teuer. Und darum gibt es ja auch, darum habe ich ja auch einen Fonds ins Leben gerufen vor 2 Jahren. Der heißt Meinungsfreiheit im Netz. Der übernimmt manche Sachen, wenn sich Leute das nicht leisten können oder wenn der Fall besonders wichtig ist. Jetzt bitte nicht alle bei mir anrufen und sagen, übernimm meinen Fall. Da gibt's, und macht das mal umsonst, weil mein Fall ja nun so wichtig ist. Das sind wichtige rechtliche und Meinungsfreiheit bezogene Präzedenzfälle, die wir da betreiben. Da ist auch noch ordentlich Geld drin. Wir haben gerade wieder einen Spendenaufruf gemacht.
Aber da sind auch manche Sachen, die gehen dann zum Verfassungsgericht. Das ist enorm arbeitsaufwendig und da investiere ich dann auch ganz viel Zeit und ganz viel Sorgfalt. Und Gott sei Dank geht das mit dieser Unterstützung. Und manchmal teile ich mir auch mit dem Mandanten das, sagst du die Hälfte, damit du nicht denkst, du kannst hier umsonst irgendwie mitfahren und dann schmeißt auch mal selber was in den Fonds rein. Damit führen wir eine Menge von Verfahren, die wir auch fast alle gewonnen haben. Jetzt gerade haben wir mal einen verloren mit einer der beschämendsten Entscheidungen, also die ich in Jahrzehnten erlebt habe. Aber wir haben eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote. Und das macht der Fonds dann nebenbei, um so Präzedenzfälle, so Musterfälle zu erreichen, auf die sich jeder berufen kann. Also, wenn man als normaler Betroffener losgeht, man ist immer mit ein paar tausend Euro dabei, auch wenn man gewinnt, weil die Plattformen müssen nur nach Gebührentabelle erstatten. Das sind so 1,5, 2.000 pro Fall. Wenn man aber das ganze Verfahren anfängt und muss dann eine ganze Tagesreise irgendwo hinfahren und die Verhandlung führen und so weiter, ist das immer teurer. Das heißt, das ist, wenn man da wirklich sehr gut vertreten sein will, ein relativ teurer Spaß. Für dich war es auch nicht ganz billig, obwohl ich dann nachher, weil das wirklich ein so in seiner Entwicklung so hochinteressanter Fall war mit einer völlig neuen Rechtsfrage, dann auch nachher, also die Reise da nach Dresden, das habe ich so irgendwie plus minus null gemacht, weil ich einfach auch den Fall gewinnen wollte mit dir. Ja, den Satz habe ich vorbereitet, damit er mir glaubwürdig von den Rippen kommt. Ja, aber das haben wir dann ja so gemacht, weil wir mussten, wollten das einfach gemeinsam gewinnen, das Ding. Ne? So sieht's aus. Und alles, was kommt, wollen wir auch noch gewinnen. Also, ja, interessant. So, ihr habt auch ziemlich viel Blödsinn gefragt, aber selbstverständlich werden hier nur die interessanten Fragen beantwortet. Kannst du auch gerne die blöden Fragen stellen, die fertige ich dann schnell ab. Ach, die waren so, ob wir schon mal gemeinsam in der Sauna waren oder so, das muss jetzt hier nicht. Nein. Können wir aber nach, wenn wir beim OLG gewinnen, machen wir es. Ja, ist das schön. Okay, gut. Welche Begründung Google für die Sperrung der Kanäle angegeben hat, das war ja die Verstöße, das wurde ja schon erzählt. Ja, der klare Grund war, vor drei Jahren hast du mal irgendwelche Übertretungen gemacht, indem du Saufvideos gepostet hast, drei hintereinander in 13 Tagen, da wurde der Kanal weggeschossen und wenn man einen Kanal verloren hat, darf man keinen weiteren Kanal mehr haben. Und das haben sie drei Jahre später dann bestraft. So sieht's aus. Jetzt ist noch die Frage, die ganz viele Leute gestellt haben. Warum ist denn nur ein Kanal zurückgekommen und gibt es Chancen, dass die anderen beiden noch zurückkommen? Ja, klar. Da gelten ja dieselben Grundsätze. Ne? Wobei, es reicht ja eigentlich, wenn man einen Kanal hat. Aber gut, vielleicht möchte man zwei haben. Wir haben geklagt, dieser Kanal soll wiederhergestellt werden. Das haben wir gewonnen. Man könnte jetzt auch versuchen, die anderen Kanäle sich wiederzuholen. Mit den gleichen Aussichten. Wobei, der Kanal, der gesperrt wurde, wo die Saufvideos waren, da würden die Chancen vermutlich anders zu beurteilen sein als hier, weil man kann ja zu dem Ergebnis kommen und da war das Gericht auch eher der Meinung, naja, da muss er sich nicht wundern, dass er da den Kanal verloren hat. Ja, also der ist vielleicht flöten, aber wenn man das im Eilverfahren machen will, muss man schnell agieren. Innerhalb eines Monats muss man bei Gericht seinen Schriftsatz vorliegen haben, sonst zu spät. Sonst hat man zu lange gewartet, seit man das kennt, erfahren hat, mitbekommen hat. Danach kann man nur noch klagen, ganz normales Hauptsacheverfahren. Und das dauert Jahre. Deswegen ist ganz wichtig, schnell zu agieren und nicht mehr als einen Monat Zeit zu verlieren, bis man bei Gericht ist. Sonst dauert es ewig. Das beantwortet auch die Frage von jemand anderem, ob denn Excel noch Chancen hat, seinen Kanal wiederzubekommen. Der hat den ja ungefähr im selben Zeitraum wie ich verloren, aber ist, soweit ich weiß, nicht mit dem Anwalt dann gleich dagegen vorgegangen. Also der hat jetzt, sage ich mal, ein halbes Jahr nichts gemacht. Sind zwei Aspekte wichtig. Erstens, warum wurde ihm der Kanal weggenommen? Es gibt ja auch Löschungen von Kanälen, die erfolgen zu Recht. Das ist ja nicht so, dass jede Löschung und jede Sperre zu Unrecht erfolgt. Es wird ja auch Strafbares und Widerwärtiges, also was wirklich grenzüberschreitend ist, da veröffentlicht. Und wenn man das ständig wiederholt und nochmal wiederholt, dann ist eben mal irgendwann Schluss. Und das darf YouTube auch und das müssen sie auch. Und das finde ich auch richtig. Man will da ja nicht irgendwelche rechtsradikale oder linksextremistische Propaganda hören, also die nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes steht, ne? Also indem man das Dritte Reich wieder haben will oder Stalins Schreckenherrschaft oder Antifa-Parolen, da ist irgendwann mal Schluss und das ist auch richtig, wenn das gelöscht wird. Also wenn das aber zu Unrecht geschehen ist bei diesem
Wie heißt er? Excel 95. Ah ja, ist ein Begriff. Dann kann er dagegen vorgehen, jetzt aber, weil er zu lange gewartet hat, nur noch klagen und das dauert dann. Also es dauert im Prinzip ja zu lange. Also 2, 3 Jahre wartet heutzutage, glaube ich, kein Zuschauer. Kann man auch keinem übel nehmen. Die Zeit ist ja sehr schnelllebig. 7 Monate sind ja schon sehr viel. Also bin ja mal gespannt, wie es jetzt seit Neun Bayern geht. Monate reichen und dann kann, in 9 Monaten kann ja bekanntlich noch viel mehr passieren. Ja, sind wir noch nicht fertig. Okay. Was haben wir denn noch Schönes? Wäre es für YouTube in Zukunft schwerer, deinen Kanal zu sperren? Nö. Die dürfen, also angenommen, wir würden jetzt hier irgendwie, was weiß ich, NS-Propaganda in die Kamera halten und sagen, juhu, oder irgendeinen linksextremistischen, was weiß ich, Wahnsinn so, also judenfeindliche Geschichten oder sowas ähnliches, ne? Palästinenser, Israel, was der Iran macht, ne? Israel den Erdboden gleich machen und so weiter und so weiter. Na, wenn das rechtswidrig ist, dann kannst du natürlich jetzt jederzeit wieder einen auf die Nuss kriegen und du bist ja, hast jetzt ja keinen Freibrief, sondern es geht nur das, was die gemacht haben, wegen der Verstöße von vor 3 Jahren, das durften sie nicht. Das heißt aber nicht, dass du jetzt machen kannst, was du willst, sondern es muss sich hier, man kann ruhig mal ein bisschen über die Stränge schlagen, ne? Aber es muss eben immer im Rahmen der Rechtsordnung bleiben. Aber im Prinzip, wenn ich nicht gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube verstoße, dürfen sie mich nicht sperren. Nee, die sind nun auch nicht das Maß, das Maß aller Dinge, nicht? Da stehen ja auch Sachen drin. Also es gibt genügend gerichtliche Entscheidungen. Der Maßstab ist das Grundgesetz. Artikel 5, Meinungsfreiheit. Und da kann man vielleicht ein bisschen hier und da Einschränkungen durchsetzen als Netzwerk. Aber das ist der Maßstab. Die sind ja nicht, die kommen aus Silicon Valley, haben keine demokratische Legitimation. Die sind nicht gewählt worden. Die sind nicht unser Gesetzgeber. Und die entscheiden nicht darüber, wie weit freie Rede in Deutschland geht. Das entscheidet unser Grundgesetz und nicht die Chefin von YouTube oder Mark Zuckerberg von Facebook. Okay, Das ist weil, die ja. Grenze. Weil sehr viele Leute immer sagen, so im Groben und Ganzen, YouTube hat das Hausrecht und die dürfen machen, was sie wollen. Wenn ich das höre, dann platzt mir der Kragen. Das ist völliger Blödsinn. 2018 im April wurde die erste einstweilige Verfügung bekannt, die Facebook verboten hat, etwas zu löschen, was freie Rede war. Die haben wir erwirkt. Vorher, die erstmals überhaupt, da wurde in europaweit drüber berichtet. Al Jazeera hat sogar Interviews gemacht, das Wall Street Journal, BBC ist eingeflogen. Weil das erste Mal war, dass es ein gerichtliches Verbot gab, das den Netzwerken verbietet, was zu löschen, was legal war. Wenn der Inhalt legal ist, das ist eben wichtig. Ja, das ist dann hier und da noch ein Tick komplizierter, aber wir machen hier kein Rechtsseminar. Es ist fast richtig zu sagen, was von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, darf man auch auf den Plattformen mit gewissen Einschränkungen hier und da. Das ist der Maßstab und nicht, was irgendwelche Unternehmen glauben. Ein Katzenportal, ne? Also Katzenfreunde Dresden. So, die dürfen alles Mögliche löschen. Oder der Taubenzüchterverein Neukölln. Die dürfen alles Mögliche löschen. Wenn da einer ankommt, scheiß Tauben, Dackel sind doch viel besser. So einen können die rausschmeißen und sperren, weil das eben nur so eine kleine Spezialgemeinschaft ist. Aber YouTube sagt, jeder darf zu uns kommen. Egal, völlig egal. Weiß, schwarz, Frau, Mann, alt, jung, Muslim, Jude, Christ, Atheist, Republikaner, Trump-Fan, Biden-Fan, Merkel ist toll, Merkel ist schlecht. Alle dürfen. Gartenbau, sonst was. Und wer seine Türen so weit aufmacht, darf niemanden diskriminieren, es sei denn, er verletzt das Gesetz. Ganz einfach. Alle dürfen rein, alle müssen sich ans Grundgesetz halten. Sehr Und das interessant. Hausrecht gibt es in dem Sinne nicht. Das wird auch immer wieder, manche Gerichte verwenden auch die Vokabel noch. Das Hausrecht in Anführungsstrichen gibt es nur, indem die sagen können, wir müssen nun wirklich nicht jeden Grenzbereich der Meinungsfreiheit zulassen, sondern da dürfen wir manchmal einen Tick weiter einschränken. Das in diesem kleinen Bereich können die mit ihren Nutzer mit ihren Gemeinschaftsstandards und so Einschränkungen vornehmen, sonst nicht. Also Hausrecht, vergiss es. Grundgesetz gilt hier und nicht die Regeln von IT-Riesen aus Silicon Valley. Unser Gesetzgeber, unser Grundgesetz ist der Maßstab und nicht die Gemeinschaftsstandards, die sich irgendwelche Tech-Nerds ausgedacht haben. Das wäre ja Danke. auch noch immer schlimmer. Überlegt ihr das mal. Wir leben in einem freien demokratischen Staat.
Und was wir sagen dürfen auf einer Plattform, wo von der Bundeskanzlerin bis zu den Taubenzüchtern jeder ist, entscheidet nicht unser Grundgesetz in Deutschland, sondern irgendjemand, der nicht gewählt wurde, der einfach einen Job bekommen hat und sagt, da ist jetzt mal Schluss. Das geht natürlich, das ist ja eine absurde Vorstellung, aber das liegt diesem Gedanken vom Hausrecht zugrunde. Klar, dass das nicht gehen kann. Der Gedanke ist halt sehr tief und fest verankert bei den Leuten. Deswegen. Darum machen wir auch dieses Video, damit wir das mal ändern. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge neue Informationen für einige. Ich war auch sehr verwundert, dass die Leute so überzeugt waren davon. Und auch, also wir haben ja wirklich Leute geschrieben hier, spar dein Geld, du hast keine Chance, du kannst nicht gewinnen, weil die werden immer das Hausrecht haben. Deswegen wollte ich das auch unbedingt nochmal so beantwortet haben. Ja, ja, das ist, trifft immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ich weiß gar nicht, wie viele Entscheidungen ich eigentlich auch schon die in den Zeitungen. Ich meine, die erste einstweilige Verfügung aus 2018, die stand in jeder Zeitung, die war, überall wurde davon berichtet und seitdem ja auch immer wieder. Das sollte sich ja so langsam mal auch das Bewusstsein durchsetzen, dass man eben auch gewinnen kann, wenn man nichts Verwerfliches geäußert hat. Teilweise geht das ja schon so weit, dass die mit Algorithmen Namen entfernen. Also Adolf Hitler war kein angenehmer Zeitgenosse, ne? Aber man darf als Historiker ja über ihn berichten und sagen, wofür wir welche Gräueltaten und Mord und Totschlag und die größten Katastrophen des 20. Jahrhunderts er verantwortlich war, neben Stalin und Mao. Das wird man ja als Historiker erwähnen dürfen. Da löschen die aber den Namen Hitler, weil das eine historisch hochgradig negativ belastete Person ist und machen das mit anderen auch. Man kann ja nicht einen Namen aus der, damit wird die Geschichte, also jedes Geschichtsbuch wird dann verboten oder gelöscht, weil da der Name einer Person auftaucht, die extrem negativ historische Verbindungen aufweist. Das hier ist natürlich absurd. Das funktioniert alles nicht. Und darum ist es auch wichtig, dass man dagegen vorgeht. So sieht's aus. Ich hätte noch eine letzte Frage. Damit wir es ja nie zu lang machen. Ist immer so ganz lustig. Wir haben so eine Viertelstunde geplant, jetzt sind wir schon fast bei einer halben Stunde. Aber ist ja nicht so schlimm, denn es ist ja interessant. Was sehr viele Leute interessiert, die finanziellen Aspekte sind für die Leute natürlich sehr interessant. Muss denn Google mir irgendwie einen Verdienstausfall oder ähnliches zahlen? Also ich habe hier gerade den Kostenfestsetzungsantrag, den wir ans Gericht schicken. Da habe ich beantragt, 2.500 Euro müssen die erstatten. Die kriegst du dann zurück, weil du mich ja schon bezahlt hast. Wenn das rechtskräftig wird irgendwann, das ist jetzt ja noch nicht so weit, also wenn diese Entscheidung rechtskräftig wird, kann man sich natürlich auf den Standpunkt stellen, du hast mit deinem Kanal Geld verdient und zwar pro Monat einen bestimmten Betrag und dann schaut man sich mal die letzten 6 oder 12 Monate an und hat man einen Durchschnittswert und dann kann man sagen, das Geld hättest du auch weiterhin verdient. Das heißt, die müssen für jeden Monat, das kann man dann klagweise geltend machen, für jeden Monat Sperre diesen Betrag. So, und das werden wir dann ja sicher auch ins Auge fassen. Na klar, wenn einem ein monetarisierter Kanal weggenommen wird zu Unrecht, ist hier ein Schaden entstanden. Wenn es zu Recht gelöscht wird, nicht. Wenn er aber zu Unrecht gelöscht wird, das dürfen die nicht. Und dann müssen sie auch den dadurch entstandenen Schaden ersetzen. Da werden die natürlich auf die Barrikaden gehen, aber das würde dann der nächste interessante Präzedenzfall werden. Aber erstmal muss dieses Ding rechtskräftig werden. Ab wann ist es denn rechtskräftig? Ja, erstmal haben wir Anfang November ist ein Monat um. Bis dahin kann Berufung eingelegt werden. Aber dann, da das nur eine einstweilige Verfügung ist, müsste YouTube auch noch sagen, wir akzeptieren das als endgültig. Sonst müssen wir nochmal klagen. Dann geht dasselbe nochmal von vorne los. Interessant. Also geht das ja wahrscheinlich noch weiter. Ich will da gar nicht prognostizieren. Ich habe denen ja angeboten, weil ich die Anwältin in Hamburg eine Woche vor unserem Termin getroffen habe. Wir stellen keine Kosten, ihr gebt den Kanal wieder her, gut ist. Lasst, komm, warum machen wir das nicht so? Ne? Das ist jetzt 3 Jahre her, wollten sie aber nicht und haben gesagt, das sei ein Selbstgänger für sie. Dann hilft es nichts. Also wir waren ja vergleichsbereit, das haben wir ja auch in dem Landgericht Dresden erzählt, ne? Dass man da sagt, okay, wir wollen jetzt hier nicht noch Geld haben oder nur den Kanal wieder und dann, wenn er sich dann ordentlich benimmt, bleibt es auch dabei, haben sie aber sich nicht darauf eingelassen. Vielleicht sehen die das jetzt anders. Das wäre ja wünschenswert. Dann hast du den Kanal wieder. Endgültig rechtskräftig. Das wäre natürlich schön. Das stimmt. Wir sind immer noch dazu bereit, falls Sie gerade hier zuschauen. Alle sitzen wie gebannt und gucken, was wir wieder aushängen, wir beide. Ach, das schauen die sich bestimmt auch an. Ist ja auch ganz interessant. Das war es eigentlich so mit den Fragen, die ich rausgesucht habe. Wollen Sie noch was erzählen?
Ja, ich könnte noch eine Menge erzählen, aber weißt du, warum machen wir nicht irgendwann in 2 Wochen die nächste Runde und suchen, können ja jetzt, ich meine, die Leute können ja in den Kommentaren alles Mögliche reinschreiben und können auch, wenn sie da Fragen haben, das kann man ja sammeln und dann machen wir vielleicht in 2 Wochen, in 3 Wochen nochmal so eine Runde und nehmen diese wichtigsten, interessantesten Fragen auf und gehen die vielleicht etwas schneller durch. Das ist ja, viele Leute sind, haben die gleichen Probleme und das macht doch irgendwie Laune. Und das wird, ne, ist interessant. Also vielleicht rein in die Kommentare, was noch an Fragen da ist und dann schauen wir uns das an und machen eine Runde 2 demnächst. Ich denke, es gibt weiterhin Fragen und das Ganze geht ja auch noch weiter und ihr wollt ja immer up to date bleiben. Aber die Fragen kann er euch auf jeden Fall besser beantworten als ich. Du warst dran. Dann, Vielen Dank. ja, ich danke Ihnen und euch fürs Zuschauen Bis zur nächsten und Runde. bis zur nächsten Runde. Tschüssi. Und Tschüss. hier auf dem Kanal, wie es da weitergeht, das seht ihr im nächsten Video. Bis dahin, tschüss, es war mir eine Freude.